An meinem Startpunkt steht der Weizen in voller Reife. Ein Hauch wilder Westen, ganz im Osten Deutschlands, das fällt mir hier sofort auf. Hier scheint es ja jemand mit der norddeutschen Prärie echt ernst zu nehmen. Ungewohnter Anblick am mecklenburgischen Acker. Was da wohl dahinter steckt? Ja, Ranch passt schon zum Thema, würde ich sagen. Hier muss der Wildwest-Fan wohnen. Der erste Hof am Dorfesrand. Guten Tag. Hallo. Sind Sie der Mann mit der Ranch? Ja. Da stand ein großer Totempfahl. Ist das von Ihnen? Den habe ich mal gebaut, ja. Hobby. Einfach nur so. Aber das sind Ihre Rinder. Das sind meine Rinder. Ne? Nur Hobby? Ja. Und was machen Sie sonst noch so? Nebenbei gehe ich noch kochen. Die kleine Ranch von Jürgenstorf. Silvio Golz hat sich sein Stück Wilder Westen in Mecklenburg geschaffen. Es fehlen hier nur die Pferde. Ein paar Enten, ein paar Bräule, ein paar Schafe. Ne? Drei Schweine im Stall. Ja, aber immer viele Holzarbeiten überall. Ja. Ich besitze selber noch einen eigenen Wald. Ne? Und dann baue ich auch noch einige Sachen. Wie dieses Objekt, was mich erstmal verwirrt. Ein germanischer Schaukelstuhl. Wie sitzt man da drauf? Ganz normal. Also wenn ganz ich normal, setzt du dich drauf, ist so? Wie ein Schaukelstuhl. Ja, ist wie ein Schaukelstuhl. So. Gleichgewicht halten. Aha, also man muss die ganze Zeit... So richtig bequem ist das Ganze aber nicht, finde ich. Doch Silvio fasziniert das ursprüngliche Leben. Die Verbundenheit zur Natur, was weiß ich. Ne? Ich lebe in meiner eigenen Welt, aber ich fühle mich wohl dort. Sagen wir mal so. Ne? Also ich betreibe auch noch, ich mache selber noch Ausschlachtung. Ne? Ich ernähre mich auch von meinen Tieren. Auf Silvios Hof trifft sich das ganze Dorf, erzählt er uns. Im Winter hier in seinem Schuppen. Schon als Kind hat er auf dem Hof die Nachmittage bei den Großeltern verbracht. Und hier begann auch seine Leidenschaft für den Wilden Westen. Damals, ich sag mal, zu DDR-Zeiten, ne? Wir hatten ja Chingachgook, ne? Was hatten Sie? Chingachgook, Gurgumidich. Ach, Gurgumidich, ja, das war der DDR, was, das war der DDR-Winnetou. Ja, das stimmt. Ne? Und da Opa schon ein relativ moderner Mensch war, hatten wir auch im Westfernsehen. Ne? Und dann hieß der Sonntagabend immer, Silvio, komm rein, Old Stevenson kommt. Hat Oma dann immer gerufen. Also als kleiner Junge. Als kleiner Junge schon so die Beziehung aufgebaut zu diesem Indianischen und. Ne? Davon geträumt, von der weiten Prärie. Richtig. Erfüllen konnte ich mir den Wunsch bis jetzt noch nicht. Ne? Aber träumen tue ich immer noch davon. Der 52-Jährige lebt allein. Frau und Kind sind lange weg. Gern würde er eine neue Partnerin finden, aber das ist nicht leicht. In unserem Alter sowieso, sage ich immer. Ich muss auf die ersten Witwen warten. Psst. Auf die was warten? Auf die ersten Witwen. Witwen? Ja, so. Das gute Material ist weg. Vielleicht findet sich ja eine Dame, die mit Silvio auf seiner Ranch in Jürgenstorf glücklich wird. Und die ihn auf große Reise in die Rocky Mountains begleiten würde. Er schickt mich weiter ins Dorf hinein.